In einem gewiss liebenswürdigeren Russland entdeckten wir in einem Wormser Maleratelier Fürst Sergei Jurjewitsch, Träger eines uralten russischen Adelsnamens, malt mit Perfektion und Akkuratesse Ikonen. Die Fertigkeit, diese im Mittelalter zu hoher Blüte entwickelten Heiligenbilder zu malen, ist heute selten geworden. Und Fürst Sergei mag einer der letzten sein, die dazu bestimmt sind, das ewige Licht der sakralen Ikonenkunst zu hüten. Ab und zu greift Fürst Sergei zur Gitarre. Und aus seinen Liedern klingt die melancholische Erinnerung an eine Zeit, als er noch Fürst im zaristischen Russland sein durfte und die berühmtesten Ikonenmaler der Zeit zu seinen Lehrern zählten. Степаная, понихи.